So, und da sind wir auch hier schon wieder. Und nach dieser Musik. Okay, so zu abdancen. Ich mag solche Musik eigentlich auch. So, Zugbrücke des Forts geöffnet. Wir gehen jetzt aus dem Fort raus. Wir sind unterwegs, Dr. House. Dr. House, genau. Mr. House zu killen. Und ja. Ach, ihr läuft auch für mich schon ein, ne? Hm. Hey! Schnauze! Ich gebe die Kelle. Was ist denn da? Slaven? Ja. Spiel lädt noch mehr. Ist cool. So. Sie sind also der Besucher, von dem die Legionäre gesprochen haben. Wenn Ihnen nach Handeln zumute ist, sagen Sie es einfach. Ich wollte mal ankündigen, dass ja. Schauen Sie mal nach. So, ja. Mit dem Titel warum nicht, ne? Nukleares Winterwunderland bald erscheint. Und nun das Neueste vom Tage. Das Radiosignal vom Black Mountain kann nach langer Zeit wieder empfangen werden. Hörer nennen das neue Programm eher was für Durchgeknallte. Ebenfalls in den Schlagzeilen. Im Flüchtlingslager Bitter Springs werden durch den Zustrom Heimatvertriebener die Rationen knapp. Offizielle Stellen der RNK bitten um... Ja, Pause, ist okay. Dieses Nachrichtensegment wurde Ihnen zur Verfügung gestellt vom Ultralux. Das Ultralux. Leben im Schoß... Ich sogar meine Maus gerade nicht. Es folgen gleich weitere Klassiker. Frag mich einfach nicht. To the town of Alfre, who rode a stranger one fine day. Ja. Hardly spoke to folks around him, didn't have much to say. Ich brauche ein paar. Ich schnapp mir mein Werkzeug. Also ist fein. So, wieder ranhängen. Ja, doch, sowas kannst du ja. Ob er da irgendwo ausgeht. It was early in the morning Schaden, when he rode into the town. He came riding from the south side, all around. 18 Kronen warten, das bringt mir gar nichts. Das bringt mir auch wieder das gleiche. Immer wieder. So, auf Wiedersehen. Wir sehen uns. Ja, das bezweifle ich immer noch. Das Spiel in so einer Länge, das ist doch nicht. Sonst nicht so. Ave, ja. Caesar treu ergeben. Ave, genau. Ave Maria. Okay. Hier muss man. Oh! Ave, sind Sie bereit für die Rückkehr nach Cottonwood Cove? Jo, ich bin bereit für die Reise nach Cottonwood Cove. Nun gut. Das sieht aus, als ob wir... Ja, ist okay. So, wenn das jetzt nicht besser wird, muss ich mal eben gucken, warum mein PC so lebt. Und ja. Hallo, es ist schön, ein freundliches Gesicht zu sehen. Hätte Sie ja fast für einen Raider gehalten. Ich bin Malcolm. Malcolm Holmes. Malcolm Anthony, sind Sie vielleicht am Handeln interessiert? Mir fehlen da ein paar wichtige Dinge und... Ach, verdammt. Ich kann einfach nicht lügen. Ja? Ich werde es direkt sagen. Ich folge Ihnen jetzt schon eine ganze Weile. Warum? Es fing ganz harmlos an. Ich war wie so oft unterwegs und beobachtete, wie Sie einen dieser Kronkorken mit blauem Stern aufhoben. Da Sie keine Reaktion darauf zeigten, musste ich annehmen, dass Sie überhaupt nicht wissen, was Sie da gefunden haben. Was ist daran besonders? Es gibt eine alte Ödland-Legende, der zufolge irgendwo dort draußen ein sagenhafter Schatz aus der Zeit vor dem Krieg ist. Diese Kronkorken mit dem blauen Stern sollen der Schlüssel zu diesem Schatz sein. Man nennt sie die Sunset Sarsaparilla-Sterne. Okay. Wo kann ich die finden? Praktisch überall. Am einfachsten natürlich auf ungeöffneten Sunset Sarsaparilla-Flaschen. Man könnte ja meinen, dass sie inzwischen alle leer sind. Aber irgendwie tauchen immer wieder neue Flaschen in den Verkaufsautomaten auf.
Manche sagen, dass der alte Festus dafür verantwortlich ist, weil er hofft, dass endlich jemand genug Sterne sammelt, um den Preis zu erhalten. Ansonsten müssen sie eben einfach suchen. Kronkorken finden sich an den unmöglichsten Stellen. Das gilt auch für die mit blauen Sternen. Du sammelst ja auch. Nein, das habe ich vor Jahren aufgegeben. War mir zu gefährlich. Und selbst wenn ich es täte, würde ich es Ihnen nicht verraten. Ach so, aber ich... Da draußen gibt es Leute, die derart verrückt auf der Suche sind, dass sie Fremde schon auf den Verdacht hin angreifen, sie hätten solche Kronkorken. Schön. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke für die Infos, ich gebe mal. Kein Problem. Wenn Sie weiter Sterne sammeln, dann hüten Sie sich vor einem gewissen Alan Marks. Er hat schon Leute wegen ihrer Sterne getötet. Das ist nett. Ave, Caesar treu ergeben. Ernsthaft? Oh, meine Lebensleiste ist ja voll. Wunderbar. Ich bin sehr gerne. Ach so, auch einer von der Legion. Wie ging jetzt die nochmal Schnellreise? Das wäre jetzt echt genial. Da. Karte. Ich will. Hyperlager, da muss ich nicht hin, da muss ich... Oh, die vergöttern mich? Oh, da muss ich mal hin. Die mich vergöttern, dann werden mit Sicherheit auch irgendwie sehr viele Sachen an mich verkaufen wollen. Das schaue ich mir jetzt mal von nahem an. Wo ist der Händler, ne? Ich habe keinen Schlüssel, ich habe keinen Schlüssel. Und überall rein will ich aber nicht. Ich suche halt immer noch einen Händler. Irgendwie so ein Arzt oder sowas, ja. Ist gut, wenn man sich hier nicht mehr auskennt. Du schaust aus wie ein Händler. Hey. Dieser Turm auf dem... Hallo, brauchen Sie was? Kaum. Ich quatsche dich nur so aus Spaß an. Klar, hier ist mein Sortiment. Arzttaschen. Arzttaschen hören sich gut an. Heilpulver hört sich eigentlich auch nicht schlecht an. Ja, am besten alle. Einen Arzt geben, oder? Hallo. Doktor. Was kann ich für Sie tun? Doktor. Medizinisches Material. Ja, und ich brauche sterile Medizinvorräte. Aber schauen wir mal, was ich so habe. Gehört ganz Ihnen. Schon fast wieder Zeit für ein paar Nachrichten. Bemühungen der RNK, das Sonnenkraftwerk Hallius One zu reaktivieren, blieben bislang ohne Erfolg. Der wissenschaftliche Leiter des Werks hat sich ganz der Lösung des Problems verschlossen. Massiv unterschätzt werde. Ebenfalls in den Schlagzeilen. Ja, Mauschalachs fragen sich, ob man es im teuren Restaurant des Hotels, dem Gourmand, mit der Warteliste nicht etwas übertreibt. Sind Sie sicher? Im Dunkeln können Sie da nicht mehr so gut lesen. Komm.
Okay, und denken Sie dran, wenn das nicht hilft, dann baden Sie mal in Tomatensaft. Natürlich. Seien gute Nachrichten. Aber ich finde, mein Programm wäre schrecklich öde, wenn das so wäre. Stimmt, heißt nicht, ja. Was kann ich für Sie tun? Ja, und ich... Ich bin zu blöd, die zu finden, oder habe ich die einfach jetzt mal überlesen? Ja, die hat nämlich auch keine. Keiner hat hier mehr Stimpacks, ja, das ist echt blöde. Tschüss! Tschüss! Zack, ja. Okay. Nächstes Reisetier. Good Springs. Das müsste ja auch mal statt sein, oder? Good Springs? I don't know. Dann kann man, ich meine Maus wieder. Und ETC, BP. Silverrush, we sell what? So never. Good Springs General Store. Oh, dieses Spiel, das ist immer am Laggen, das ist sauer. Eh, öffne mal bitte, bla bla bla. Hey, Pauli, möchten Sie Vorräte kaufen? Nein! Natürlich doch. Ich schaue mich so blöd an. Muss er denn einfach nicht hin? S. Komm, du hast den Platz. Man, du hast dann hier, aber keine Stampacks. Wunderbar. Läuft ja recht gut hier. Tschüss. Immer mit der Ruhe. Oh, you don't say. Gleich. Ich brauch noch ein paar Stampacks, Mann. Nee, ich hab ja auch einen Arzt. Ist da... mit dem Müll rum? Ist das nicht dem dann Häuschen? Wahrscheinlich, ne? Boah, ich liebe hier viel. Hey, Doc. Doc, geht schon? Komm her, bei Fuß. Aber... wo bist du? Doc? Arsch mich nicht, Doc. Oh, hey. Wie geht es Ihnen? Medizinische Material. Nun, andernfalls kommen Sie einfach wieder. Ich werde hier sein. Du hast aber Stimpacks. Komm, du hast Stimpacks. Du hast Stimpacks. Nein, der hat auch keine. Mann, warum haben die alle keinen? Ist doch kacke. Das ist doch kacke. Oh, nein. Schön vorsichtig jetzt. Ja, Junge. Ohne Stimpacks komme ich nicht mehr weit. Das ist ja der Nachteil. Egal. Wir gehen trotzdem jetzt zu Dr. House. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, noch Werkstatt durchzusuchen. Wir suchen nach, nichts. Also Maus. Gehen Sie weiter. Ja, ich bin wieder Mitglied von dieses Lied mitgetan, genau. So, bevor ich das mache, werde ich hier speichern. Batman gucken wir ein bisschen relaxed. Weil so kann ich auf jeden Fall nicht rumballern. Ja. So, ich hoffe, es scheint auf jeden Fall ein bisschen besser zu sein.
Hallöchen. Hey, wie geht's dir? Hey, Baby. Da drin wartet noch Mason auf. Hey, Sie. Kleiner Rat von mir. Sie sehen aus, als könnten Sie etwas zum Schutz gebrauchen. Ich kann Ihnen da vielleicht weiterhelfen. Womit ich handle? Mit allen möglichen Waffen, die leicht zu verbergen. Warum sollte ich das machen? Warum? Ganz einfach. Man darf keine Waffen ins Casino mitnehmen, darum. Die nehmen einem alles ab. Ja, sie sagen zwar, dass man später alles wiederbekommt. Aber ich habe lieber eine kleine Versicherung dabei, denn meine Kronkorken auf den Tisch legen. Nö, ich habe eine schallgedämpfte Waffe, die reicht mir. Ich bin schlau, wie Sie meinen? Ist nicht meine Schuld, wenn Sie irgendwann als Leiche in Freeside enden. Dann ist er nicht etwas übertreibt. Diejenigen, die sich im Grünen dort gespeist zu haben, fanden das Essen schmackhaft. Sagen aber, so, Lucky Tatiet blieben leer. Weitere Nachrichten bringen wir zur vollen Stunde. Mal sehen, was mich jetzt auffällt. Nächsten Song geht es um einen Mann, der nach außen kalt ist. Aber tief drinnen ist er ein guter Mensch. Sein Name? Johnny Guitar. Ja. Ich muss denken, dann muss ich mich aufhalten wollen. Damn! Gott, habt ihr viel mit. Oh ne, das ist mal. Oh, wie behindert ich doch bin. Ich glaube, jeder andere hat sich jetzt kaputt oder hat sich schon vorher jetzt 100.000 Mal weggelacht. Oh man, shame on me. Ohne Witz. Ohne Witz, shame on me. Natürlich finde ich keine Stimpacks bei mir.